Guten Tag. Wir möchten heute mal wieder ein Video machen. Das hatten wir neulich schon angekündigt, und zwar über den Free Arm. Den Free Arm hatte ich neulich schon mal ganz kurz vorgestellt, als wir nach einer etwas besonderen iPad-Halterung gesucht haben oder Tablet-Halterung. Und heute möchte ich vorstellen, warum wir den eigentlich erworben haben, diesen Free Arm. Der ist nämlich wirklich ganz großartig. Ich möchte noch mal ganz kurz auf die Halterung eingehen. Die Halterung, ich glaube, man sieht es hier ganz gut, hat eine relativ weite Möglichkeit, irgendwo angebracht zu werden. Sie können das sowohl an einem flachen Profil, also an einem Tisch oder einer Bank anbringen, als auch, Sie sehen es da, glaube ich, ganz schön, das ist ein bisschen rund geformt. Sie kriegen es eben auch an Rundprofil. Das heißt, Therapiestühle, Rollstühle, Betten, Infusionsständer. Sie können den Free Arm nämlich nicht nur so in die Richtung nutzen, sondern eigentlich in jede beliebige Richtung. Der hält nämlich bombig. Die Befestigung zeige ich dann nochmal. Sie haben diesen Schnellverschluss. Wenn Sie da drücken, dann klappt es nach unten und die Feinjustierung funktioniert, indem Sie hier einfach die Schraube drehen und dann wird es da oben wieder enger. Oben haben wir ein ganz normales Kugelgelenk, das Sie natürlich auch so festdrehen können, dass das dann hält. Sie können es aber auch in jede Richtung verdrehen. Standardmäßig haben Sie da diese Klammer, ganz normale Klammer, aber aus einem sehr, sehr stabilen Kunststoff. Das heißt, die hält auch was aus. Außerdem haben Sie diese beiden Haken mit dabei. Rechts und links ist ein Haken. Da können Sie entweder etwas hinhängen von diesen Ernährungsbeuteln oder aber spritzen. Das zeige ich Ihnen jetzt gleich noch. In diese Klammer passt beispielsweise, wenn Sie die so auf die Seite drehen, einer dieser Beutel. Das ist ein wiederverwendbarer Ernährungsbeutel. Der heißt Bowley Bag. Und zu diesen Bowley Bags werde ich sicherlich auch nochmal separat was sagen, beziehungsweise ein Video machen. Das ist Team BeFat. Den Link werde ich auch im Nachspann wieder verlinken, wo Sie das beziehen können, leider auch noch nicht in Deutschland. Uiuiui. Hustenmaus. Das ist ganz gut, dass du jetzt hustest, dann kann ich nämlich ja gleich erklären, wo der Vorteil ist, wenn man solche Beutel benutzt. Oder wenn man dieses System benutzt, das ist nämlich zum Schwerkraftsondieren. Schwerkraftsondieren macht immer dann Sinn, wenn die Patienten noch sehr, sehr klein sind. Also in der Neonatologie kennen Sie das vielleicht, wenn Sie ein Frühchen hatten oder ein Kind mit einem etwas schwierigen, holprigen Start. Die haben sehr häufig die Nasogastralsonden und dann wird einfach per Schwerkraft sondiert. Das heißt, man hängt die Spritze ein bisschen höher mit der Muttermilch am Anfang. Ist es ja die Muttermilch meistens. Und dann fließt es praktisch durch die Schwerkraft, einfach durch diese Extension, die man dann anschließt. Also so wie hier würden Sie hier auch einfach so eine Extension, eine Verlängerung anschließen und dann direkt an die Magensonde oder an die Nasensonde anklipsen. Und dann fließt es per Schwerkraft. Wenn jetzt das Kind, so wie unser Kind, häufig husten muss zwischendrin, dann ist das sehr praktisch, weil durch die Schwerkraft kommt ja einfach dann der Druck vom Magen und drückt die Nahrung wieder ein kleines Stückchen zurück, aber eben in den Beutel oder in die Spritze, je nachdem, womit Sie sondieren. Und es kommt jetzt nicht per Reflux über die Speiseröhre nach draußen. Das passiert Ihnen unter Umständen ab und an, wenn Sie mit Bolusgaben oder mit der Ernährungspumpe sondieren. Kann Ihnen bei der Schwerkraftsondierung nicht passieren. Also Sie haben entweder die Möglichkeit, etwas so einzuhängen, zum Beispiel so ein Beutel. Viele von Ihnen haben sicherlich die Standard-Ernährungsbeutel, die haben auch oft Ösen. Das heißt, Sie können entweder den Beutel auch so einhängen, wie ich es Ihnen gerade gezeigt habe, oder aber Sie nutzen einfach diese Haken, diese Ösen. Die Ösen sind auch sehr praktisch, wenn Sie mit solchen Schwerkraftspritzen sondieren. Zu denen werde ich sicherlich auch noch mal ein separates Video machen. Ich habe die Firma Kreienbaum mit den Spritzen.
schon mal vorgestellt in einem Blogpost, aber gerade diese Schwerkraftspritzen habe ich noch nicht separat vorgestellt. Da mache ich ganz bestimmt auch noch mal was dazu. Und diese große Spritze, Sie sehen es hier, die hat hier eine Öse. Und diese Öse, die lässt sich hier eben auch ganz hervorragend einhängen. Also das klappt gut, ne? Haben wir schon ausgetestet, klappt super. Die kleineren Spritzen dieser Firma, da muss ich jetzt vermutlich ein bisschen näher hingehen, das sehen Sie da, die haben auch sowas wie eine Öse angebracht. Das heißt, die können Sie hier auch ganz einfach einhängen. Also das funktioniert. Sie können aber auch, ich drehe es jetzt einfach mal, eine Spritze nehmen und eine Spritze einfach hier einklipsen. Also funktioniert auch mit jeder Spritzengröße. Sie sehen, Sie sind da sehr flexibel, können sich das auch in alle möglichen Richtungen drehen. Und jetzt zeige ich einfach nochmal, wie man das dann hinten, ich gehe mal kurz raus aus dem Bild, wie man das dann hinten auch einfach anbringen kann. Dazu muss ich dich ein bisschen drehen, mein Mäuschen. Schau mal, hier sieht man das jetzt schön. Also da habe ich die Möglichkeit, ein Stückchen aufmachen, das einfach hier ans Rundprofil zu halten und dann einmal drehen, 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 drehen. Und dann hängt der Freearm bombenfest. Und dann können Sie per Schwerkraft sondieren. Dafür ist er eigentlich gemacht. Wie gesagt, den Link zum Produkt. Magst du wieder in die Kamera gucken? Ist unhöflich von mir, ne, wenn ich dich hier einfach wegdrehe. Den Link zum Produkt packe ich Ihnen in den Nachspann rein. Und wenn Sie Fragen haben, dann kontaktieren Sie mich bitte einfach ganz gerne. Ja? Ich stelle auch gerne den Kontakt her zu Misty Staley, die diesen Freearm mitentwickelt hat. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Genau. Ciao, ciao.